Moin, wir sind's wieder. Linda und Pierre, die Runde Nummer 2, live, hier auch wieder schön. Guckt euch das an, da wo wir uns jetzt gerade aufhalten. Es ist ein bisschen lebendiger geworden. Also wir sind jetzt wieder richtig schön im Schnurr. Ich stelle mich mal auch so für euch stellvertretend so zu Hause ins Licht. Man hört es so ein bisschen schon raus. Man sieht es auch so ein bisschen. Man kann es riechen, man kann es spüren. Da und dort, da steht auch schon mal so ein bisschen geöffnet dran. Ne? So ein bisschen geht es hier auch so langsam wieder also in den Schnurr dann so zurück. Und das, was wir also jetzt hier auch noch mal so ein bisschen haben, schaut noch mal. Also ihr seht das auch noch mal so, der Rhododendron hier am Drostebrunnen. Da ist jetzt irgendwie auch schon so ein bisschen was los. Also das Leben kehrt zurück. Und heute nehmen wir euch ja auch noch mal wieder so als zweite kleine schöne Runde. Ich habe einen vollgepackten Rucksack. Auf eine kleine Runde hier nochmal so im Schnorr natürlich mit. Aber so ein paar Eindrücke da, wo wir jetzt hier auch nochmal so stehen, ist ja auch wirklich auch nochmal wieder was ganz Einmaliges mit den Häusern, die hier so bunt aneinandergereiht stehen. Ne? Ihr erinnert euch wie Perlen an einer Schnur. Und ja, so seht ihr es so ein bisschen. Ja? Also das eine oder andere öffnet, wie die Knospen sich hier öffnen. Und wenn ihr also auch so nach einem großen, kräftigen Mittagessen, denkt mal dran, ne? Labskaus, Bremer Knipp und was es da nicht noch so alles gibt, euch mal auch so denkt, eine Runde durch den Schnurr mal so zu bummeln. Es ist gerade auch echt so wirklich, wirklich schön. Blauer Himmel, Sonne kehrt zurück. Und gleich nochmal so ein kleiner Punkt, weil es auch so ein kleiner Geheimtipp ist. Das hier ist das Institut für Niederdeutsche Sprache. Es sind auch immer ein paar Leute dabei, die das Platt noch richtig beherrschen, die es auch an die nächste Generation weiterreichen. Ich mit meinen Vorharzer Wurzeln, ich komme da ja gar nicht hinterher, aber dass ihr immer noch mal so ein bisschen wisst, ja, das kann man vertiefen. Hier gibt es eine wunderbare, tolle Sammlung und auch so den ein oder anderen kleinen Plattdeutschkurs, den kann man hier tatsächlich dann auch machen. Machen wir dann immer, wenn wir so kulinarische Führungen hier auch in der Freien Hansestadt Bremen machen, ist also auch noch mal ein ganz, ganz tolles Angebot. Und übrigens so ein bisschen Bremer Schnack, das gehört ja auch mal so dazu. Wenn ich sage Moin, müsst ihr Moin antworten. Wenn ich euch frage Löbz, das heißt also, wie geht's, dann müsst ihr sagen, Sie dürft nicht überschwänglich reagieren, dann müsst ihr sagen, muss. Das reicht. Und wenn ihr das so dann zu mir in meine Richtung wieder antwortet, dann sage ich, denn man do. Und das war's dann eigentlich schon. Ne? Und dann werdet ihr yo antworten. Also wenn ihr mal in Bremen seid, ihr schnackt so ein bisschen, dann muss das heißen, moin, moin, Lötz, muss, denn man do. Jo, und eigentlich hat sich das. Und von hier, also bei Herrn Droste so ein bisschen vorbei, einige Bremerinnen und Bremer oder Zusehende werden das auch noch schon ein bisschen kennen. Also Plattdeutsch ist ja hier auch nochmal, ja, Kulturgut ist ja eine Sprache, die ja irgendwie auch so ein bisschen gar nicht mehr gesprochen wird. Hier hat sich jemand wirklich, also Alltagsgeschichten ausgedacht und Ötjen Aldag, das ist halt auch nochmal so eine Figur. Und Droste, Georg Droste, der in seiner Tätigkeit tatsächlich auch als Autor erblindete, seine Tochter hat sozusagen alles das für ihn weitergeschrieben, alles das, was er so mündlich überliefert hat, in die Schreibmaschine rein. Das sind da tolle Geschichten, die die Altbremerinnen und Bremer oder halt auch so viele tatsächlich auch noch kennen. Und das ist ja hier wirklich nochmal, ne, dass ihr es nochmal seht, wirklich so das Kernelement, die Kernstadt, der älteste Bereich, das Seilmacherquartier, wo wir jetzt hier gerade also losgehen. Wir gehen jetzt mal weiter Richtung Spiekerbadstraße. Ihr dürft euch nachher schon mal was freuen, denn ich habe den ganzen Rucksack mit ganz vielen tollen Sachen und Leckereien an der Stelle dabei. Also es wird nochmal richtig kulinarisch, aber sowas hier mit solchen Gängen, das sollte man an der Stelle dann tatsächlich nochmal so vor, bevor man geleckert hat und sich irgendwie noch was mitgenommen hat. Sollte man hier solche Gänge dann tatsächlich nochmal jetzt langlaufen. Also da merkt ihr auch nochmal, ne? Stehen mittendrin, Großstadt, 650.000 Einwohner, in der Zahl inkludiert Bremerhaven. Aber solche Ecken, ne? Dass man, wenn man hier so die Spiekerbadstraße auch nochmal so langläuft, sieht aus wie so ein ganz kleiner Gang, heißt aber Spiekerbadstraße. Aber hier habt ihr auch nochmal wirklich so dieses Leben, was heute die Leute ja auch an der Stelle leben. Ja, wer hier wohnt, der muss alles ohne Auto bewerkstelligen. Der Denkmalschutz, der greift. Also da muss man schon eine tolle Passion haben. Aber wo hast du die Möglichkeit, dass du auf der einen und auf der anderen Seite so viel, ich drehe mich mal lieber um, so viel Historie an der Stelle ja irgendwie auch nochmal so berühren kannst. Das ist durchaus auch nochmal eine ganz kleine, nette Erwähnung wert. Könntet ihr nicht sehen, da oben öffnet sich gerade ein Zimmer. Moin! So ist richtig. Und ihr kommt an der Stelle mit dazu. Und dann gehen wir noch mal eine kleine Runde hier mal nach rechts. Schaut mal. Ist einfach wunderbar. Schaut mal hier die Häuser. Ne? Wir sind jetzt schon so ein bisschen wieder an der Randseite des ehemaligen Schnors, des Gängeviertels, aber auch so wirklich so diese pittoreske Aneinanderreihung der Häuser, wie ihr es hier habt.
Gerade jetzt auch so mit dem Licht, das ist was ganz Einmaliges. Viele von euch, die werden hier auch schon mal gestanden haben, den Weg raufgegangen. Da hinten geht es zur Marterburg, dann oben rauf Richtung Straßenbahn. Hier gibt es die Schnorr-Konditorei, also das ist, die macht ganz tolle Sachen. Ich werde euch da auch nachher nochmal so wirklich tolle Beispiele nicht nur zeigen, sondern ich werde das für euch live verköstigen. Also wenn ihr irgendwo was von der Schnorr-Bäckerei oder irgendwelches Bremer Traditionsgebäck oder irgendwie was man jetzt, ich will jetzt nicht gucken auf die Uhr, also was man jetzt so reicht, so in der Teezeit, Teetiet, sagen ja auch viele, oder wer jetzt kaffeesieren möchte, ihr erinnert euch, das haben wir letzte Woche besprochen, da gibt es hier halt auch so mal genau die Sachen, die man jetzt dazu irgendwie auch nochmal so braucht. Hinten, eins weiter, da gibt es dann die Bonschen, heißt das in Bremen. Ich komme noch mal kurz näher dran. Bonschen. Die Bonbons, ja, heißt Bonschen. Und das ist die Bonbon-Manufaktur hier. Die haben auch ein kleines Geschäft in der Böttcherstraße, werde ich euch auch nachher noch mal so zeigen. Also kulinarisch ist das hier ein absoluter Hotspot. Hinten auf der Seite, am Ende, da hinten gibt es die leckeren Crepes. Und noch ein Stück weiter, ganz da hinten rüber, der kleine Olymp. Ist eine ganz bekannte Größe hier auf diesem Bereich des Schnorrs, was Fischspezialitäten angeht. Aber die hatten noch was ganz anderes in den 60er Jahren angeboten. Das kannte kein Bremer, das kannte keine Bremerin, das kannten, glaube ich, auch noch viele Leute in Norddeutschland nicht. Das kam erst mit den Gastarbeitern aus Italien. Die haben dort das allererste Mal die allererste Pizza in dieser Stadt angeboten. Fragt mal drin im kleinen Olymp, was die da so als Variation auch auf der Pizza drauf hatten. Nicht den Belag, den ihr kennt, kann ich euch gleich versichern. Ist also auch nochmal eine ganz interessante kleine Begebenheit. Also, Kulinarik steckt hier halt überall drin, in den Gassen und abends natürlich so was Deftiges, was Herzhaftes, was aber auch so für süße Gemüter ist hier halt auch natürlich eine ganze Menge da. Ich werde euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, da gucken wir auch gleich nochmal ein bisschen, was ich hier so im Rucksack dabei habe. Aber wir machen uns jetzt nochmal so eine kleine Runde hier inhalieren. Jetzt auch noch mal so ein bisschen Stadtgeschichte mit. Und wir haben jetzt auch gleich noch mal so eine tolle kleine Seite, die dazugehört. Ihr werdet hier gleich noch mal reingucken. Das ist nämlich sozusagen dann das Ende der Straße, die Schnorr oder der Schnorr heißt. Schaut mal. Wir können auch mal ein bisschen näher reingehen. Und hier seht ihr das auch noch mal so, ne? Wie Perlen auf einer Schnur aneinandergereiht, so wirklich diese pittoresken Häuschen, die kamen dann nach und nach dazu. Und das eine oder andere, was sich hier auch so verbirgt ist, eben hat man noch auf Plattdeutsch schon ein bisschen geschnackt. Also eigentlich nicht, ich verstehe auch gar kein Platt. Ich spreche noch eine ganz andere Sprache fließend, komme ich irgendwann auch noch mal so drauf. Ihr guckt noch mal ganz kurz hier mal mit drauf. Da steht, gar fröhlich in, gar fröhlich ut, blieb buten und binnen in Gottes Hut. Das müsst ihr euch mal selbst irgendwie mal so ein bisschen zusammenreimen. Da gibt es auch so mal die eine oder andere Möglichkeit, wie gesagt, hier im Institut für Niederdeutsche Sprache, um mal so einen Test zu bestehen. Das sollte an und für sich eigentlich klappen, buten und binnen. Das haben wir jetzt ausführlich ja auch schon an der Stelle mal gehabt. Und das ist irgendwie auch nochmal eine ganz tolle kleine Losung. Und solche kleinen Schmucken, Geschichten und so kleine interessante Feinheiten, die gibt es dann also auch noch mal hier im Schnorr zu sehen. Ihr dürft uns dann noch mal weiter folgen. Kommt mal mit am Ausspann vorbei. Hier wird kräftig gearbeitet. Das ist auch gut. Es geht also auch wieder bergan. Es wird hier wieder ein bisschen was gemacht. Ja. Eingeweihte wissen das. Wenn man hier weiter hingeht, dann hat man irgendwann auch mal so ein bisschen so die Diskussion, kommt immer mal so drauf an, ob man das mag oder ob man das nicht möchte. Da geht es um diese Weihnachtsdevotionalien. Also ich werde vorher links abbiegen, tut mir ja leid. Ne? Also 365 Tage im Jahr Weihnachten, da geht man dann in das Geschäft rein, hat dann alles, was man da braucht, kommt mal ein bisschen rüber. Hier Weihnachtsträume, das seht ihr hier auch nochmal. Also Sonne guckt raus, Grün schlägt auf. Ihr habt das gerade mit den Rhododendren und den Azaleen gesehen. Die haben wir ja auch hier in Bremen in dem Park. Aber 365 Tage im Jahr ist dann hier das Thema Weihnachten. Und weil ihr ja das letzte Mal ja auch eingeschaltet hattet und wir ganz viel Historie in der Stadt ja auch zu bieten haben, hier ist eine Sache nochmal wichtig. Vergegenwärtigt euch nochmal selber, dass ihr tatsächlich diesen einen Teil der Bremer Stadtummauerung tatsächlich auch nochmal seht. Und zwar über 5 Meter hoch, also hochgemauert. Das ist einmalig. Also tatsächlich auch nochmal ein ganz entscheidendes Stück Geschichte. Ihr werdet jetzt mit uns an einer Straße unterwegs sein. Linda wird euch das gleich nochmal zeigen. Also auch nochmal historisch ganz entscheidendes Revier. Das ist diese Straße. Guckt mal, wie die heißt.
Die Altstadt war Mannwerder, ne, die Flüsse, das, was heute gar nicht mehr existent ist, was es heute nur noch auf der Neustädter Seite gibt, oder der Teerhof ist im Endeffekt auch nichts anderes. Wir sind jetzt hinter der Balge, das heißt, wir sind hier über die Balge drüber gelaufen und das ist dann auch nochmal so ein ganz entscheidender Punkt. Also ihr seht das auch nochmal so an der Bausubstanz, diese kleinen Häuschen und alles das, was sich hier abspielt. Ich halte auch gleich mal ein bisschen meinen Sabbel. Ihr habt heute wirklich auch mal so die Premiere, mich auch mal still zu erleben, dass wir mal einen kleinen Augenblick wirklich mal hier, weil jetzt auch gerade keiner kommt, das ist super, dass ihr das ja mal kurz für euch nutzen könnt. Ich klinge mich mal kurz aus, aber dann machen wir noch ein kleines kulinarisches Erlebnis. Ihr kommt dann gleich wieder, Linda nimmt euch auf die Reise hier hinter der Balge nochmal mit. Bis gleich. Ich habe mir jetzt mal so gedacht, das ist ja so eine schöne Zeit, das ist ja ein wunderbarer Ort hier, so was kleines Picknickmäßiges jetzt zu dieser Zeit. Kaffeesieren ist ja Kaffee trinken und andere trinken jetzt halt um diese Zeit natürlich auch Tee. Das können wir jetzt an der Stelle natürlich jetzt nicht machen. Aber, dass wir nochmal so eine kleine Handreiche haben zu dem, was ihr hier auch nochmal so seht, was ihr bestimmt schon mal genossen habt, wo jetzt auch sich so ein bisschen auch so der Gaumen wässert und wo viele, die sehr weit von weit weg halt natürlich auch mal herschauen, die das irgendwie auch so alles kennen, was ja jetzt nicht gerade so um die Ecke so, sage ich jetzt mal, käuflich zu erwerben ist. Schaut mal, was wir hier so für euch vorbereitet haben. Ein kleiner Auszug von Bremer Naschwerk, von Bremer Leckereien, die es natürlich irgendwie auch nicht nur hier im Schnorr gibt, sondern auch ein bisschen weiter um zu beziehen. Aber von den Bonbons, also von der Bonbon-Manufaktur, haben wir da so ein bisschen was da. Wir haben also da auch eine große Variation. Die werden ja hier wirklich auch vor Ort hergestellt. Also das ist dann dieser klebrige Teig, der wird dann geknetet, gedreht. Dann wird das Ganze dann noch bearbeitet. Natürliche Inhaltsstoffe, das versteht sich und diese Vielfalt ist einfach auch nochmal etwas ganz Entscheidendes, sodass es da für jeden Geschmack was gibt, sauer, süß. Ich finde, es gibt auch eine ganz tolle Kleinigkeit, da gibt es nämlich die Bonbons, die heißen Geisterstunde, die sind alle weiß und du weißt nicht, was da drin ist. Das kann auch nach Senfei schmecken oder nach Meerrettich oder halt nach Zitrone, Pfirsich, Maracuja. Das ist also auch nochmal so etwas, was natürlich geht. Was in Bremen, also auch nochmal so was ganz Entscheidendes ist, das ist der Babbler hier. Übrigens ein anerkanntes Hustenmittel, also eine Pfefferminz-Lutschstange, ganz original, kommt übrigens von der Seite links der Weser, aus der Kornstraße seit 1920. Und wer diese Lutschstange sozusagen lutscht, der macht das immer mal ganz gerne auf eine Art. Und zwar spitzt man mit der Zunge diese Lutschstange so lange an, als wenn es so eine Bleistiftspitze ergibt. Also das ist sowas, das machen hier die Leute und wird irgendwie auch so Generationen über Generation weitergereicht. Also das ist auch nochmal etwas, gibt es dann beispielsweise auf dem Freimarkt, ist ja auch irgendwie eine Saison, dann, wenn sich so Erkältungen und derlei Geschichten so einstellen. Und
Also auch etwas, was ganz typisch aus Bremen ist. Kommen wir mal zu dem hier. Also ich werde das auch gleich nochmal live verköstigen für euch. Das ist der Kluten. Von dem habt ihr vielleicht auch schon mal was gehört. Es gibt ja den Kuller, es gibt die Kluten und es gibt den Klaben. Und der Kluten, das ist, wie soll ich das sagen? Ich werde es mal so formulieren. After Eight trifft auf Dominostein. Das ist Fondant. Also ist auch ein bisschen bissfester. Die meisten mögen auch eher so vielleicht die Schokoladenseite. Und das ist dann irgendwie auch so dieses, was so dieses pfefferminzige, schokoladige dahergeht. Das ist eine ganz süße Sache von dann. Das ist nichts anderes als Zucker. Aber das ist hier auch etwas, was ganz Einmaliges ist. Also unsere Antwort auf die Dominosteine. Jetzt kommen wir noch mal eins weiter. Guck noch mal mit hier rüber. Das ist der Schnorr-Kuller. Ja, gibt es so jetzt so seit 30 Jahren, das gibt es auch wirklich nur hier im Schnorr. Also das ist doch eine absolute Eigenheit. Das ist Baiser mit Nougat gefüllt, also nicht diese Variante, die ihr auch so auf dem Frühstücksteller habt, also eine große namhafte Firma. Nein, ich bin auch nicht so der große Nougat-Fan. Das ist schon, hat Biss, ist knackig. Also ihr werdet es auch gleich selber live erleben, wenn ich das so genieße für euch. Ihr dürft natürlich auch mitgenießen. Das ist doch nochmal so etwas, was es wirklich nur hier gibt. Und dieser Kuller, also dieses Gerollte, drumherum Haselnuss geröstet, ich habe jetzt schon Bock, ist dann doch irgendwie auch nochmal so eine ganz kleine Art, dass man auch weiß, es gibt auch eine komplett kokoslose Alternative zu dieser anderen Kugel, die man vielleicht auch schon mal gegessen oder gehört hat. Also das ist richtig Bremer Tradition, gibt es nur hier im Schnorr und kommt hier aus der Schnorrbäckerei, aus dem Epizentrum des Schnorrs, kann man sagen. Und natürlich darf eine Sache hier nicht fehlen, deshalb auch so ein bisschen drapiert, das hier. Ja, also, ups, der Klaben. So, der ist original. Also nix Stollen, nicht irgendwie nur die weihnachtliche Variante, sondern wirklich, ich glaube, also diese Art des Gebäcks, sehr viel Butter, wenig Teig, muss man an der Stelle wissen, sehr, sehr saftig. Und Sukade, also quasi die getrockneten Schalen von Orange, Zitrone, Limette ist da auch drin. Auch sehr schön gewürzt, also das ist auch etwas fürs ganze Jahr. Und ich mache jetzt einfach mal, weil dafür haben wir jetzt auch so die Zeit, ne? Müssen wir jetzt auch nutzen. Ich gehe jetzt einfach nochmal hier so ein bisschen nochmal mit auf damit ran. Jetzt gucken wir mal, dass ich hier auch nicht dran scheitere, dass das hier irgendwie vorangeht. Sonst schneide ich das hier auch ganz brutal einfach auf, wie ich bin. Aber ich hätte es ja irgendwie auch schon so andrapieren können. So seht ihr dann jetzt auch noch mal so ein bisschen genauer, wie das Ganze ausschaut. Haben wir uns einen kleinen Teller fertig. Ich nehme auch noch mal welche mit. Da haben wir jetzt hier den Kluten. Das ist jetzt live, da kann man jetzt hier nichts faken, ne? Also jetzt muss ich hier noch mal ein bisschen. Und wenn hier irgendwas wegfliegt, Leute, natürlich, dann nehmen wir das auch alles wieder mit. Schaut mal, das sind schon ganz schöne. Okay, jetzt nehmen wir uns mal einen raus, der noch nicht so ganz auseinandergebollert ist hier. So, das sind die berühmten Schnorrkuller. Und, das machen wir jetzt auch. Jetzt nehmen wir uns. Also ihr seid jetzt wirklich live dabei, ne? Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt schneiden wir uns hier mal. Jawohl, das muss auch mal so eine Scheibe sein, die darf schon ein bisschen dicker. Also wenn dann schon, dann lieber ein bisschen dicker. Ihr seht es also tatsächlich, also wirklich gefühlt 20 Rosinen pro Quadratzentimeter. Also das ist wirklich dann der Bremer Klaben. Das ist auch ein Muss und das ist auch so eine wirkliche Handreiche, die da irgendwie damit sein muss. Also, ihr merkt es, wir haben jetzt hier so ein bisschen davor noch, also zubereitet, jetzt zwar nicht live, aber eine Sache fehlt, das wollte ich noch kurz erwähnen, so mitten schön drin, wo wir jetzt hier sind hinter der Balge, das ist das Kaffeebrot. Das ist, sieht aus wie ein Zwieback, sehr zimtig, kastenweiß Brot, schön in Scheiben geschnitten, sehr crunchy das Ganze. Und das wäre jetzt also auch noch etwas, was das Ganze komplettieren würde. Ihr merkt es, ne? Wir machen immer so kleine Videos, also das soll hier auch den Rahmen nicht sprengen, aber
Es liegt vielleicht auch an euch. Ich weiß jetzt nicht, was ich mir als erstes greifen sollte. Also wir bleiben hier noch ein bisschen länger. Linda soll ja auch nicht leer ausgehen. Die ist ja auch da. Ich glaube, damit ihr auch noch mal seht. Aha. Also das ist ja auch jetzt die Scheibe vom Rand. Also ne, auf euch. Zum Wohl. Guten Appetit. Okay, das ist jetzt nicht für jemanden, der keine Rosinen mag. Ja? Succade ist ja auch immer so eine Sache, aber saftig, fein, ganz lecker. Bleibt gesund. Ich würde mich sehr freuen, Linda, auch, dass wir das hier irgendwann demnächst mal wieder richtig live alles nachstellen. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auf eure Kosten gekommen. Also ich lasse euch auch was übrig. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart.